Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom guten Bäcker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K. Das Highlightspiel des 16. Spieltags in der Regionalliga West. Preußen Münster gegen Rot-Weiß Oberhausen, der dritte gegen den fünften. Die erste Chance hatten die Gastgeber. Ball kommt nach innen und Wehkamp zögert nicht. Macht das 1:0 in der dritten Spielminute. Super vorbereitet von Torben Deters. Und am Ende hilft der Pfosten noch ein bisschen mit. Keine Chance für Hekerin. Dann Teklapp mit der Flanke und wieder Wehkamp, wieder Pfosten und wieder Tor. Der Blitzstart für Preußen Münster nach 13 Minuten steht 2:0. Und Wehkamp macht seine Saisontore 5 und 6. Zieht damit gleich mit Torben Deters. Weiterhin war es nur Preußen Münster am Drücker. Ball kommt von rechts und die Flanke wird so mal richtig gefährlich. Aber landet dann auf dem Tornetz. Und Oberhausen hatte nicht viele Spielanteile. Dann allerdings dieser Freistoß. Anton Heinz und der macht ihn aus dem Nichts. 5-Mann-Mauer und Maximilian Schulze-Niers im Kasten. Keiner kann diesen gut getretenen Freistoß stoppen. Und Oberhausen schöpfte damit wieder so ein bisschen Hoffnung in diesem Spiel. 5 Minuten später diese Szene. Ball nach hinten abgelegt und Uwe Japp war mal aus der Distanz. Schulze-Niers auf dem Posten hat mit diesem Ball gar keine Probleme. Es war ein attraktives Fußballspiel, was sich die knapp über 6.500 Zuschauer im Preußenstadion hier heute anschauen durften. Remberg, Doppelpass. Remberg, Schuss aus der Distanz. Rutscht bisschen weg. Wenn ihm das nicht passiert, steht es hier vielleicht schon 3:1. Gute Gelegenheit. Und dann war es weiterhin Preußen Münster. 2 Minuten vor der Pause. Deters, Wehkamp, Deters. Und vorbei. Den hat er auch schon mal gemacht. Aber klar war, die erste Halbzeit ging verdient an Preußen Münster. Und Rot-Weiß Oberhausen musste sich ganz schön was überlegen, um hier in der zweiten Halbzeit irgendwie wieder ins Spiel zu kommen. Aber es lief ganz anders. Teklapp, Deters, 3:1. Wie schon in Halbzeit 1. Der frühe Gegentreffer für Rot-Weiß Oberhausen. Und es ist so, als wollte sich Torben Deters den Platz an der Spitze der Torjägerliste von Preußen Münster direkt wieder zurückgewinnen. Und er wollte es noch ausbauen. Die nächste Chance. Deters jetzt wieder mit 7 Saisontreffern. Und von Oberhausen war in dieser Anfangsphase der zweiten Halbzeit nicht viel zu sehen. Wieder Preußen Münster. Ecke kommt rein an den kurzen Pfosten. Dann verspringt dort der Ball ein bisschen. Und trotzdem nochmal die Chance. Die nächste Ecke brachte dann keine Gefahr. Wehkamp musste kurz behandelt werden, ging aber dann vorerst weiter für den Doppeltorschützen. Stunde rum, Rot-Weiß Oberhausen mal wieder im Angriff. Gut verarbeitet, Ball nach innen. Uwe Japwa, aber stark verteidigt. Wirft sich da dazwischen der Kapitän Julian Schauerte. Mit gutem Beispiel voran. Und das 3:1 hätte gut und gerne auch noch ein 4:1 werden können. Und zwar hier. Riesenchance, Hekerin hält. Am Ende verdienter Sieg für Preußen Münster. Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom guten Bäcker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K.